Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Herzlich willkommen und hallo bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Ich darf euch auch heute wieder zu einer informativen Folge begrüßen, die ich mit Expertenwissen vollgeballert haben möchte. Und zwar nicht vom Jordi, der da nur das hübsche Gesicht in die Kamera halten kann, wenn es um das Expertenwissen geht. Aber servus. Hallo. Das heutige Getränk der Woche kommt immer wieder aus Österreich. Und zwar aus Altenheim in Österreich und ist von der Brauerei Raschhof und ist das überaus beliebte Raschhofer Zwickel, das sich durchaus des Öfteren bei mir im Glas befindet und das ich sehr gerne trinke. Peter, es ist aus einem Altenheim. Wirklich. Aus Altenheim. Bier aus. Du bereitest dich auf deine Pension vor. Das mit dem Altenheimbier, das kommt irgendwann mal später. Das wird auch irgendwann mal das Getränk der Woche werden. Aber ja, dazu dann gesagt. Mehr, wenn es soweit ist. Genau. Na, ich bin hier in Altösterreich unterwegs. Ein Bira Moretti aus Italienland, das ich jetzt da aufmachen möchte und mich freue, es zu trinken. Aber damit wir nicht wieder in die Bierdiskussion abgleiten, sondern ein bisschen bei sinnvolleren Themen bleiben, die diesem Podcast auch den Namen verleihen könnten, nämlich sowas wie Laufen und alles rundherum, haben wir uns eine Dame ins Studio gebeten, die uns da wissenstechnisch aufhetten kann, das Ganze. Und zwar die Maria Hinert. Grüß dich. Hallo. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Die Maria ist eine Mit-30erin, eine fitte Mit-30erin, also die Jungspündin in der Runde sozusagen, ist ebenfalls mit uns gemeinsam im Team Vegan unterwegs. Und für mich zumindest die beeindruckendste Eigenschaft ist, dass sie immer so einen positiven Spirit vermittelt und immer super supportiv ist, wurscht worum es geht. Ich bin da immer wieder fasziniert, dass man immer so positiv rüberkommen kann, weil mir selber gelingt es eher so semi. Und du hast irgendwann einmal Biotech gelernt und wie du fertig warst, hast du gedacht, lustige Idee, jetzt mache ich was anderes. und bist dann ruckzuck abgeglitten in, ich gehe jetzt mal laufen und laufen ist eigentlich ganz geil und dann wäre Physiotherapeutin und Sportphysiotherapeutin und Athletiktrainerin und dann bist du jetzt seit mehr als 10 Jahren selbstständig und aus deiner Einzelselbstständigkeit ist jetzt da eine Gruppen- oder Gemeinschaftspraxis geworden, der du vorstehst. Gemeinsam mit einem Kollegen, ja. Ja. Und wenn man sich deine Vita anschaut, so richtig nichts tun kannst du nicht. Also jedes Jahr gibt es irgendwelche Fortbildungen in alle möglichen Richtungen oder nicht. Da haben wir Fitnesstrainerin, Physiotherapeutin, also ausgebildet, Sportphysio, dann diverse medizinische Fortbildungen in dem Bereich, dann Training für die Schwangerschaft und wie mache ich Dinge wieder heile und Therapien, von denen einer mal gewusst hat, dass sie existieren. Also was zum Henker eine viszerale Therapie dem Verdauungstrakt betreffend ist, echt, bis ich dein Vita gelesen habe, habe ich nicht einmal gewusst, dass das existiert. und daneben bist du natürlich auch super erfolgreich gewesen, in meinen Augen, auf so ziemlich jeder Distanz zwischen 800 Meter und 100 Kilometer. Wobei, wenn man sich so durchlässt, du bist sehr flott, also so Viererschnitt ist so deine Geschwindigkeit.
War's mal, sage ich. Jetzt gerade nicht so, aber ist okay. Und den kannst du sehr, sehr, sehr lang halten. Also bis zum Marathon geht das hier mal auf jeden Fall aus. Darüber hinaus wird es, ja, die 307, das sind 4 und ein bisschen. Ja, Also das das sind nur ein passt. paar Ja. Sekunden. Und ja, und du warst dann auch Teilnehmerin bei 50 und 100 Kilometer Weltmeisterschaften. Und nebenbei noch Coach beim Frauenlauf seit 10 Jahren vielleicht oder 2010, so. ja, länger Ja. schon, 2010 sogar. Und ja, der Spaß ist, das ist eigentlich alles ganz schick und wir könnten jetzt wahrscheinlich über deine sportlichen Leistungen nochmal Folge füllen und wir könnten über Physiotherapie 7 Folgen füllen. Man, vielleicht laden wir dich ja nochmal ein zu diesem Thema, aber um das soll es heute auch nicht gehen, sondern wir haben ein ganz, ganz anderes Thema am Plan und vorher drüber gesprochen, nämlich Sport, Energie, Essen und alles, was damit zusammenhängt. Also neuerdings, unter Anführungszeichen, weil ich glaube seit 2014 vielleicht ist das so definiert, Ja, als genau. Red S, Relative Energy Deficiency in Sports. Ja. Ist eine Erweiterung dieses Female Athletic Triad Modells, das früher gegeben, also Ja. früher, gibt es heute immer noch, aber von dort kommt es. Genau. Und betrifft, und jetzt wird es bei mir ganz ein bisschen dünn, da wirst du dann viel mehr dazu erzählen können, betrifft die Energiebereitstellung und den Verbrauch im Alltag, aber im Speziellen in dem Zusammenhang im Sport halt, Ja. und was dann das alles für Auswirkungen haben kann, weil das keine hau dir aufs Knie, Knie tut weh Geschichte ist, sondern eher eine, wenn das über längere Zeit dann viele, viele Symptome und Genau. schwierig und so weiter. Kannst du vielleicht Genau. das näher erklären, was das ist? Ja, also im Endeffekt stimmt, geht es um die Energieverfügbarkeit und bei Red S oder mittlerweile haben sie es auf Reds umbenannt quasi. Bei Reds geht es in Wahrheit um die zu geringe Energieverfügbarkeit. Und vor allem schaut man sich an, wie viel Energie bleibt über, wenn ich von der Energie, die ich aufnehme, die Energie, die ich für Sport verbraucht habe, abziehe. Und dann schaue, wenn ich das durch, das ist ein bisschen kompliziert, durch meine fettfreie Masse teile. Und schau, wie viel Kalorien habe ich pro Kilogramm fettfreier Masse zur Verfügung. Und über das ist das Ganze definiert. Im Endeffekt, man muss das gar nicht in diesem Detail anschauen, im Endeffekt geht es um die Energieverfügbarkeit. Habe ich über längere Zeit eine zu geringe Energieverfügbarkeit, dann können sich eine ganze Reihe an Symptomen entwickeln, wie du schon angeschnitten hast. Genau. Und das ist eben aus dieser Female Athlete Triad entstanden, die quasi noch immer Teil von dem Ganzen ist, aber weil das vor allem auch nur auf Frauen fokussiert hat. Und man jetzt weiß, dass es einfach viele Männer auch betrifft, halt ein bisschen vielfältiger, hat man das Ganze einfach in Wahrheit überarbeitet und eben dieses neue Consensus Statement vom IOC rausgebracht. Weil du jetzt so gesagt hast, du nimmst die Energie, die du im Sport brauchst. Also es geht, also Ja. grundsätzlich, es geht einmal um Kalorien. Man könnte es jetzt Ja. noch auseinander dividieren in Proteine hier und Kohlenhydrate da und schießt dich tralala. Ja, Also es gibt ja da wobei viele, da schaut man viele wirklich in Dinge. erster Linie auf Kalorien. Genau, aber Energie ist gleich, wenn man so will, ja, Kalorien. Im Großen und Ja, Ganzen. genau. Ja. Und ich weiß, dass Menschen einen, nennen wir es mal, Grundumsatz haben. Und das ist aber sehr individuell. Also das, was du an Kalorien verbrauchst, wenn du in völliger Ruhe irgendwo 24 Stunden in der Ecke liegst und Ja. nicht einmal Netflix schaust, sondern einfach Ja, nichts genau. tust. Nichts machst, ja. Also nicht einmal der Ja. Kopf tut was.
Atmen, genau. Atmen, du ja, konzentrierst genau. dich auf Atmen. Und das ist aber bei Menschen verschieden und es gibt offenbar keine klare Berechnungsformel daraus. Oder ist es diese fettfreie Masse, ja, die man da berechnen kann? In dem RADS-Statement geben sie auch eine Formel an, wie man diese Energieverfügbarkeit berechnet. Und da geht es jetzt gar nicht um den Grundumsatz, sondern wirklich, das ist eigentlich schon Kombination aus Grundumsatz und ich sag mal so einem durchschnittlichen Leistungsumsatz, also wie ich mein Alltagsleben bestreite, plus eben diese sportliche Aktivität noch mit dazu. Und da sagt man an sich eben, dass diese optimale Energieverfügbarkeit bei 45 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreier Masse pro Tag liegt. Also da gibt es an sich schon eine sehr genaue Definition davon. Okay. Das heißt, wer das ausrechnen wollen würde, wie viel Energie er sich zuführen sollte, um in einem gewissermaßen Gleichgewicht zu sein, der kann es ausrechnen. Also was die meisten Menschen haben, das sind halt irgendwelche Spurtuhren oder sonst irgendwas, die sagen, hey, du hast einen Grundumsatz von irgendwas. Das von irgendwas trifft. Und du verbrauchst über den Sport noch so und so viel mehr, also nimm bitte XY zu. Und da wäre halt jetzt da die Frage, ist es schon mal als Näherungswert ganz okay oder ist es einfach random? Du meinst die Formel jetzt, die es beim RADS-Statement da definiert haben? Was die Uhren angeben. Ja, ob das zumindest bei den so Uhren ist es sehr, sehr verschieden. Okay. Ich habe es jetzt bei meiner über einen längeren Zeitraum beobachtet und an manchen Tagen habe ich das Gefühl, das kommt relativ gut hin und an anderen ist es viel zu niedrig. Also da habe ich einen durchaus vollen Tag, wo ich mich viel bewege, sicher 15.000, 20.000 Schritte habe und trotzdem gibt mir die Uhr 1.800 Kalorien aus und das ist lächerlich. Das ist einfach viel zu wenig. Okay. Das heißt, Uhren sind auf jeden Fall einmal sehr nieder unterwegs bei sowas. Kann man sicher nicht pauschal sagen. Es kommt immer am Hersteller an. Die verwenden unterschiedliche Berechnungsmodelle und deswegen immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich finde, fürs Laufen eignet sich ganz gut diese Formel Körpergewicht mal Distanz in Kilometern als Kalorienverbrauch. Das finde ich passt wirklich relativ gut. Okay, also liebe Läufer, berechnet das vor oder nach euren Läufen, weil während dem Lauf kriegt das eh alle fix nicht hin. Naja, oder wenn jemand sehr gut Kilometerzeiten ausrechnen kann, dann ist er ja meistens dann schon vorm nächsten Kilometer fertig, dann kann er zusätzlich zu der Kilometerzeit kann er noch die verbrauchten, die verbrauchten Kalorien bis dahin berechnen. Und wann das nächste Gel fertig ist und so. Also das kann man beliebig komplex machen. Also, Genau. Soll ja auch den einen oder anderen Mathematiker oder den Läufern geben, also wenn es einem dann fad wird. Genau. Haben wir jetzt. Wenn es nicht mehr geht, weiß man, der versorgt mit Kohlenhydraten. Zeit fürs nächste Gel. Gut. Dieses, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, Energiebereitstellung, wovon wir nicht sprechen, ist kurzfristige Energiemangel, also nicht Hungerast, den du hast während dem Laufen oder so irgendwas. Also das ist ganz, ganz andere Baustelle, von der wir da reden. Und bevor jetzt da irgendein halblustiger Kommentar zur Ernährung kommt, weil du ja im Team vegan bist und das hat einmal gar nichts mit welcher Art von Kalorien, dass du dir reinpfeifst. Ja. Ob du dir jetzt ein rohes Steak in den Ranzen zimmerst oder einen Linseneintopf in die Figur stellst, ist in dem Zusammenhang einfach genau wurscht. Es geht um Kalorien. Ich habe da Professor Köhler heißt der Mensch. Der hat einen schönen Vergleich gebracht und der hat gesagt, RADS ist wie ein Bankkonto im Endeffekt beim Körper. Dass du hast Kalorien, die du halt zuführst, die du halt kriegst, wie Geld im Monat, das du kriegst, und du gibst halt was aus, indem du dich bewegst oder Dinge tust. Und
der Körper kann sehr viel ausgleichen. Das heißt, wenn du kurzfristig quasi die Unterversorgung kommst, dann ist es wie wenn du dann Dispo hast, also Überziehungsrahmen oder dann Kurzzeitkredit oder sonst irgendwas und der Körper gleicht es aus. Und wenn du länger in diesem Bereich bist, dann denkt sich der Körper, jo, puh, das wird sich jetzt da auf Dauer nicht ausgehen, jetzt da müssen wir irgendwie Prozesse und Dinge umstellen. Und dann kommt man so in diese Schiene hinein, wo es kritisch wird. Und da kommt man dann in diese Richtung Reds. Wie kommt es da eigentlich dazu? Also wie kommt man in so eine Richtung hinein? Ich meine, da wird jetzt da etwas persönlich, du hast da ja Erfahrung mit der Geschichte. Ja, genau. Willst du da allgemein anfangen auf der Metaebene oder ist es am Beispiel einfacher zu erklären? Ja, wir können gerne mal allgemein anfangen. Das Problem ist an sich auch, dass das definitiv sehr individuell ist. Also das ist, wenn man verschiedene Sportlerinnen und Sportler vergleicht und dann denen gleich viele Kalorien gibt, wird sich das unterschiedlich auswirken. Also bei manchen wird man früher Symptome merken, bei anderen später. Und prinzipiell muss man sagen, dass dieser untere Cut-off für die geringe Energieverfügbarkeit liegt bei 30 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreier Masse pro Tag. Das heißt, der Unterschied ist wirklich riesengroß. Wenn ich das nur als Beispiel von meinen Daten, das ist die Untergrenze liegt bei, weiß nicht, 1400 Kalorien oder sowas in die Richtung. Und die optimale Verfügbarkeit ist bei ein bisschen was über 2000 Kalorien. Also das ist ein ordentlicher Unterschied. Aber man muss natürlich sagen, wenn ich länger an dieser Untergrenze bin, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber dazwischen hast du natürlich einen Spielraum, wo es jetzt nicht gleich ein Drama ist, wenn ich ein paar Tage in einem Defizit bin. Aber so das langfristige immer wieder in dieses Defizit rein. Und so wie es bei mir war einfach, das Trainingspensum hat sich erhöht und ich habe in keiner Weise darüber nachgedacht, dass ich da einfach mehr Kalorien brauche. Ich habe nie meine Läufe verpflegt. Ich habe nüchtern Longjogs über 30 Kilometer gemacht, weil es mir gut gegangen ist dabei. Also ich kann auch nicht sagen, dass mir das hat sich gut angefühlt für mich. Das war kein Drama. Aber es ist, meinem Körper hat es nicht gut getan. Ganz eindeutig nicht. Aber bis man das mitkriegt, das kann halt leider dauern. Und das ist, es gibt Studien dazu, wo man wirklich nach ein paar Tagen schon Unterschiede sieht in den Biomarkern vom Knochenstoffwechsel, dass wirklich nach ein paar Tagen schon der Knochenstoffwechsel beeinträchtigt ist. Okay. Also so gesehen muss man echt sagen, man muss wirklich immer dahinter sein, dass man sich einfach gut versorgt, gerade wenn man viel Sport macht. Und ich meine, bei euch ist ja viel Ultralauf mit dabei und da ist müsste das ein riesengroßes Thema sein. Also es wundert mich nicht, wenn Leute dann mit Stressfrakturen immer wieder ausscheiden, weil es einfach für den Knochen eine Katastrophe ist. Ja. Du hast ja... Bei mir hat sich halt... weil du gesagt hast, Stressfrakturen, es gibt ja da viele Dinge, die dann passieren können, also von, dass die Verdauung nicht mehr funktioniert, dass du Knochenbrüche hast, im Endeffekt die komplette Fortpflanzung kommt zum Erliegen, wenn du es jetzt da auf beider Geschlechter ausdehnen müsst, wo natürlich die augenscheinlichere Variante ist natürlich das Ausbleiben der Regelblutung, was bei Männern kommst halt einmal nicht drauf, über längere Zeit, weil ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es bei Frauen auch dass es viel schneller greift. Also sprich, dass der Körper, wenn du in diesem Minus bist, dass der Körper viel schneller die Reproduktionsfähigkeit einstellt, weil du ja als Frau in diesem Department auch viel mehr leisten musst im Zweifelsfall. Ich meine, die Investition und der Anteil vom Mann ist halt überschaubar und das geht sich schnell einmal aus, quasi energietechnisch. Aber eine Frau hat ja dann irgendwie ein Dreivierteljahr, ein Jahr echt viel mehr mit der Zeit nach der Geburt auch, wo halt richtig viel Energie benötigt wird für, ey, da muss jetzt da mal ein Kind dran wachsen und das muss mitversorgt werden im Körper und so weiter und so fort. Und wenn der Körper wird dann halt vorher schon so, Status jetzt, keine gute Idee, da macht man gar nicht mit. Ja, das hormonelle Gleichgewicht leidet sicher bei der Frau schneller
Wobei auch da finde ich es wichtig, dazu zu sagen, dass es ist jetzt nicht unbedingt, dass die Regel zwangsläufig ausbleiben muss, sondern es gibt halt auch schon andere Arten von Zyklusstörungen oder Dinge wie einen Zyklus ohne Eisprung, den man dann vielleicht gar nicht mitkriegt. Dass man denkt, ah, passt eh, ich habe die Regel eh, nicht so tragisch. Und in Wahrheit passt aber schon vieles nicht mehr. Also das war bei mir selber vielleicht, weiß nicht, 4 bis 6 Monate, dass wirklich die Regel auch ausblieben ist. Und dann war es wieder okay. Und ich war aber in dem Zustand sicher über mehrere Jahre. Also die Regel ist ein Hinweis, aber ich sage, wenn das nicht mehr da ist, ist es wirklich schon ein riesen Red Flag. Also da ist Feuer am Dach. Wobei ja in dem Zusammenhang es gerade im Leistungssport, aber ja, wie gesagt, als Mann bist du echt immer auf einem dünnen Eis unterwegs, vom Wissensstand her, dass gerade im Leistungssport ja mittlerweile auch viele Frauen wieder von der hormonellen Verhütung weggehen, also von der Pille weggehen, Genau, weil die halt einfach random Hormonhaushalt durcheinander zimmert und dann hast du halt erst recht noch die Regel, weil die Pille es halt quasi auslöst, obwohl der Körper sonst schon sagen würde, na, ist nicht mehr. Und wobei man offenbar sagen ist es muss, aber. das stimmt ja nicht. Es ist Okay. die Pille maskiert das Ganze nur. Also das ist ja kein normaler Zyklus. Das ist eine Genau, das Abdruckblutung. meine Das ich hat mit einer ja. normalen Regel ja nichts zu tun. Und da ist ja das Problem eben, das maskiert das Ganze. Das heißt, an sich muss ich sagen, finde ich super, dass es diesen Trend gibt, dass man eigentlich eher weg von der hormonellen Verhütung geht. Wobei ich sage, jeder, der das will und das braucht, überhaupt kein Thema. Aber wenn man es anders machen kann, ist es natürlich eine gute Idee, weil ich einfach einen sehr guten Gradmesser dafür habe, wie geht es meinem Körper Ja, überhaupt. es ist ja nicht nur. Ich meine, der Jordi verhütet im Moment mit Ja. seinem Bord. Haha. Das Gegenteil ist der Fall, mein Sohn. Das Gegenteil ist der Fall. ganz davon abgesehen, um den Marker zu haben, man führt da ja seinem Körper Hormone zu. Gut, wie du sagst, es muss jeder selber wissen. Aber ich finde den Trend auch eher gut, dass da das Bewusstsein dafür steigt und dass man nicht einfach jedem 16-jährigen Mädchen mal prophylaktisch die Oh Pille je. verschreibt, ohne das irgendwie zu hinterfragen und aufzuklären. Ja, das ist mein Beitrag zu dem ganzen Thema. Erstmal. Und Peter, zum Thema Bart möchte ich noch sagen: Lass dir mal selber einen wachsen und dann kannst du über meinen, egal wie meiner aussieht, ja, aber es wird immer mehr sein, als du nach einem Jahr hast. Ja, aber das ist nicht das Thema. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich kenne einige Frauen, die nicht aus dem hormonellen Gleichgewicht gefallen sind und die trotzdem mehr Bart haben wie ich. Es Tja. hilft halt nichts. Aber jedes Mal, wenn andere sie rasieren, denke ich mir, ha! Die Geschichte, du bist jetzt da im Jahr 23, quasi mit der ganzen Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen und hast aber geschrieben, dass bei dir das eigentlich schon seit Jahren so gegangen ist. Ja, Also absolut. sprich, dass du hast offenbar auch sehr, sehr lange braucht, um das zu bemerken, was da dahinter steckt oder dass überhaupt irgendwas schiefläuft. Ja. Weil wenn, wie Also, wie bist du draufgekommen und wie ist die Origin Story von der ganzen Geschichte? Also, dass man sich das vorstellen kann, wie man da überhaupt hineinschlittert. Ja, ich glaube, so nach und nach reingeschlittert bin ich wirklich mit der ersten 100 Kilometer WM, weil ich eben das Trainingspensum so in die Höhe geschraubt habe. Und an sich, wie gesagt, gefühlt ist mir super gut gegangen, weil die Laufzeiten ein Hammer waren. Das Laufen hat sich mega gut angefühlt. Also von der Fitness her, ja, es ist gemein, weil das trügerisch ist, weil sich's angefühlt hat, als wäre ich da absolut Peak-Fitness gewesen. Und das ist bis, ich sag mal, Mitte 2019 gut gegangen. Da bin ich Bestzeit nach Bestzeit gelaufen und es eben hat richtig viel Spaß gemacht, das Laufen.
Und dann ist aber ein ziemlicher Crash gekommen. Also da ist dann die Leistung auch deutlich einbrochen. Da habe ich in der Vorbereitung für einen anderen Hunderter, bin ich ganz am Schluss in der Taper-Phase, bin ich beim Laufen gestolpert und haben mir den anbrochen. Und da war schon ein bisschen so im Hinterkopf, puh, sollte ich mir den Arm so leicht brechen? Wobei ich sage, ich weiß es nicht, ich habe meine Knochendichte nie anschauen lassen, ich wollte das gar nicht wissen. Aber da habe ich ein bisschen so zum Nachdenken auch angefangen. Und da sind die anderen Symptome auch immer mehr rausgekommen. Also da war das Körpergewicht wirklich sehr, sehr niedrig. Und da haben so Magen-Darm-Beschwerden waren da auch schon wirklich massiv. Also ich habe dann sicher ja, mindestens ein Jahr wirklich dauerhaft Bauchschmerzen, Durchfallproblematik, wirklich, wirklich furchtbar. Also bei mir hat es keinen Lauf ohne Klostopp mehr gegeben. Das war echt nicht lustig. Und auch abseits vom Sport hat es einfach überhaupt nicht passt. Ist auch psychisch immer schlechter gegangen und ich habe massive Schlafstörungen gehabt. Also ich habe einfach wirklich nie durchgeschlafen. Das ist extrem mühsam. Also man leidet halt dann wirklich schon. Und in Wahrheit bin ich durch Zufall dann über das Ganze gestolpert. Ich habe, glaube ich, damals das 2018er, dieses Update vom Consensus Statement gesehen. Und da war wirklich diese Liste an Symptomen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das bin eins zu eins ich. Also da habe ich wirklich bei so vielen einen Hackerl machen können, das ist mir echt ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und da war mir halt zumindest mal klar, was das Problem ist. Aber da rauskommen war wirklich langer Weg noch und in Wahrheit langer Leidensweg. Weil dass das mal in deinem Kopf ankommt, was so dieses Thema ist und wie du da rauskommst, ganz, ganz schwierig. Das ist eben dieses Grundproblem von, du bräuchtest eigentlich weniger Sport und mehr Essen. Und ich finde schon, dass das ein so ein Thema ist. Also ich kann es jetzt nur von mir sagen, aber ich sehe es halt auch bei anderen Frauen, dass das schon sehr sozialisiert ist, dieses Frauen sollen schlank sein, möglichst wenig Gewicht haben, wurscht, wie sie ausschauen, auch wenn sie noch so dünn sind, haben sie immer im Hinterkopf, ah, es könnte doch noch weniger sein, es könnte doch noch besser sein. Und das ist gar nicht so einfach, dass du das rauskriegst. Und dann hast du halt auch oft wirklich schon eine schlechte Körperwahrnehmung. Also ich habe mich immer wesentlich dicker gesehen, als ich bin. Ich habe mich selbst in diesen ganz dünnen Zeiten nicht so wahrgenommen, wie ich es jetzt zum Beispiel teilweise auf Fotos sehen kann. Aber ich selber im Spiegel habe mich nie so gesehen. Zwei Sachen dazu. Das heißt, du hast die selbst diagnostiziert im Prinzip. Ja, ja. Ich, ja, Und du, ja, du sag bist das ja, Zweite noch und nein, dann erzähle ich was dazu. dazu, ich meine, du hast gesagt, du hast dir da auf 100 Kilometer Weltmeisterschaft vorbereitet. Da warst ja, das hast ja wahrscheinlich eine Zusammenarbeit mit einem Trainer gemacht oder hast Eigenverantwortlichkeit? Eigenregie. Okay, gut, das Ja, ist, ja. und im Rahmen von sowas geht man ja mal zur Leistungsdiagnostik normalerweise, oder hast du auch nicht? Hast du auch nicht gemacht? Nee, ich nicht. Okay, Nicht du davon. bist quasi ich in weiblich, nur dass ich nie an einer 100-Kilometer-Weltmeisterschaft teilgenommen habe. Ja. Okay, gut. Das heißt, das wären jetzt so Sachen gewesen, wo ich sage, ja, da liegt auch ein bisschen so die Krux beim Umfeld, sage ich mal. Gerade wenn man Ja, selber ja, definitiv. wie du sagst, wenn man Probleme hat mit der Körperwahrnehmung oder ja, es geht einem gut, aber es treten dann halt so Hinweise auf, wie du gesagt hast, du hast diese Liste gelesen und hast gedacht, oh mein Gott. Das ist ja, man selber hat ja oft ein bisschen anderes Eigenbild wie das Fremdbild. Das differiert ja sehr, sehr oft. Ja. Und da ist halt viel, viel das Umfeld auch gefragt. Und deswegen finde ich die Folge heute sehr gut, um da ein bisschen Aufmerksamkeit für sowas auch zu schaffen. Und jetzt habe ich das zweite vergessen. Verdammt. Vielleicht fällt es mir noch ein. Sag mal das, was du sagen wolltest dazu, und vielleicht fällt mir mein zweites wieder ein. Einerseits bei dem, was die Selbstdiagnose angeht, ja, das ist ein massives Problem und auch was, wieso es mir ein Anliegen war, das auch öffentlich zu machen.
weil ich das Gefühl habe, dass das eben noch viel zu wenig Leute wissen und einfach auch im medizinischen Umfeld viel zu wenig wissen, sei es jetzt Trainer, Trainerinnen im. Darf ich ganz kurz einhaken, weil wir haben jetzt mehrfach auf Ja. die Liste referenziert, dass Ja. ich einfach vorher noch ganz kurz, bevor du es ausführst, nochmal drauf eingehe, was in der Liste drinnen steht, dass irgendwer jetzt da einmal so im Kopf durchgehen kann, was das alles so ist, oder vielleicht betrifft es uns selbst oder so, oder man kennt Ja. jemanden. Also, wir haben vorher darüber geredet, über Menstruationsstörungen, reduzierte Knochendichte, das heißt schnellere Knochenbrüche oder was man jetzt so klassisch kennt, Osteoporose, was Frauen halt nach der Hormonumstellung eher so mit 65, 70 Ja, nachher haben, ja. dass das, wenn du Genau. es mit 30 schon hast, dann ist da ist ein Problem. Ja, genau. Dann Verdauungsstörungen, Essstörungen, Depressionen, Ja. Blutarmut, also Eisenmangel, du Ja, auch trainierst, aber es allgemeine gibt. Störungen im Blutbild. Also Genau, die Blutfette sind auch. du trainierst wie blöde, es gibt keine gescheite Anpassung, du hast mit dem Genau. Herz-Kreislauf-System Probleme, du bist oft oder dauernd krank, also diese ganzen Ja, Geschichten. genau. Ja, allgemein hohes Verletzungs- und Infektrisiko. Hormonelle Störungen, also Schilddrüse, Sexualhormone, also die ganze Latte. Und wenn du dann irgendwie bei von den, was nicht, 12 Sachen, bei 10 sagst, check, 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 dann solltest du drüber nachdenken. Es muss jetzt nicht das sein, Ja. aber es könnte was anderes sein. Ja, absolut, ja. Und das ist im Endeffekt, das ist immer Differentialdiagnose. Also man kann das auch nicht so einfach diagnostizieren. Aber ich sage auch, wenn man diese Liste sieht und weiß, okay, ich mache viel Sport und das könnte ein Thema sein, dann würde ich da mal genauer hinschauen. Okay. Und du hast jetzt vorher eben auf das, was der Jordi gesagt hat, gesagt, das Umfeld rundherum und deine Selbstdiagnose. Also wie würde man es selber bemerken können, also außer dass man die Listen durchgeht, und wie würden es alle anderen merken können und was können die dann auch tun? Sehr schwierig. Es ist halt wirklich diese Kombination aus den, ich sag mal, Leistungseinbruch plus alle möglichen so gesundheitlichen Problemchen, die man dann mit sich rumschleppt. Ich finde, ein großes Thema ist eben auch, dass es im ganzen medizinischen Bereich, also bei Ärztinnen und Ärzten, einfach noch ankommen muss. Bei mir war damals, ich bin zum Frauenarzt gegangen und der Kommentar dazu war: Ja, kein Wunder, sie machen so viel Sport, da ist kein Wunder, dass die Rege weg ist, ist ja eh nicht tragisch. Er hat Triathletinnen, die haben das seit 15 Jahren nicht mehr, das findet er nicht so schlimm. Ich wusste Gott sei Dank schon, dass das schlimm ist und nicht gut für die Knochendichte, aber er offensichtlich nicht. Das hat mich wirklich schwer schockiert. Und du hast jetzt einen anderen Und das ist auch Frauenarzt. sonst. Ja, genau. Aber ich habe Passt. gesucht, ob ich irgendjemand finde mit gynäkologischem, also halt gynäkologische Fachrichtung, auch in der Kombination mit Sport. Nichts, nichts. Also da Okay. wäre ein großer Bedarf, würde ich sagen. Für uns ist der Zug abgefahren, aber also, grundsätzlich, ja. Aber wenn Leute das Es hören ist oder nie wissen, zu spät. jemanden, dann weitersagen. Ja. Naja, wobei gerade im Leistung, also das Ganze betrifft ja nicht nur den Hochleistungssport, weil jetzt jeder, der uns zuhört und sagt, oh, du hast trainiert auf einer 100-Kilometer-WM. Deswegen bist du ja trotzdem noch kein Profi gewesen, weil du Absolut, arbeitest ja. Vollzeit nebenbei. Man muss jetzt Ja. da, es ist Leistungssport, aber es ist kein Profisport in 100 Ja. Kilometer WM, weil du gewinnst damit, also du kriegst da davon, ich weiß nicht, ein Leiberl oder so. Genau. Damals gab es sogar eine Medaille, aber Und ja. eine Medaille, na bitte. Ja, nein. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Ja, das ist schön. Nur, aber da reden wir heute halt auch vom Breitensport, also von jedem, der, nennen wir es mal, ambitioniert amateurhaft trainiert. Absolut, Oder ja. der einfach entweder aus der, also du kannst in das Problem hineinreiten von der Anorexie-Seiten, also sprich einfach, Ja. du brauchst gar nicht so viel Sport machen, du kannst einfach nur zu wenig essen. Ja, na sicher, ja. Oder du kannst natürlich auch alles, was du isst, sofort wieder loswerden, als zweite Variante. Oder
du isst einfach immer gleich viel und so wie du gesagt hast und trainierst halt einfach immer mehr und bist halt genauso in dem Defizit drinnen. Und ich glaube, man kennt es so aus, es gibt halt prädestinierte Sportarten, was weiß ich, alles, was grundsätzlich einmal gewichtsrelevant ist. Entweder hast du Gewichtsklassen, wo du dich hinhungern oder obi trainieren oder obi schwitzen oder keine Ahnung was musst, wie Boxen, Thai-Boxen, Kickboxen, was auch immer. Oder Skispringen, weil da ist es auf jeden Fall männlich und weiblich, da ist es viel mehr männlich, weil einfach viel mehr männliche Skispringer da sind. Und da haben wir in Österreich, glaube ich, auch einige bekannte Skispringer, die eben in dieser absoluten Unterernährung drinnen waren. Ausdauersport, weil Laufen und Triathlon und diese ganzen Geschichten ist eh klar. Und alles, was den Berg rauf geht. Also Langlaufen, Skibergsteigen, Klettern, also überall, wo ich Gewicht nach oben wuchten muss. Jeder, der in Physik ein bisschen aufpasst hat, weiß, leicht geht leichter nach oben, weil muss ich weniger Anstrengung. Aber es betrifft auch andere Sportarten. Also es kann grundsätzlich jeden treffen. Jeder Sportart, ja, absolut. Ja. Weil es halt einfach darum geht, überall dort, wo ich viel Energie verbrauche im Sport, je nachdem, in was für einem Ausmaß ich das mache, kann es mich eigentlich treffen. Und wichtig ist schon auch zu wissen, dass das ist jetzt nicht, man kann das nicht an der Körperkonstitution sehen. Das heißt nicht, dass das nur dünne Leute trifft, sondern wenn jemand, ich sage, ein paar Kilo mehr hat und im Sport aber dann ständig eben auf dieses Abnehmen abzielt, die Leute kann das genauso treffen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, vor allem eben im Hobbysport. Weil dort ist halt oft im Hinterkopf dieses, na, eigentlich hätte ich gerne ein paar Kilo weniger, weil dann wird das Laufen besser gehen. Und dann geht man genau schon in die Richtung. Ja, und das ist halt auch, das muss gar nicht Laufen sein, sondern es kann auch genauso gut sein, wie nennt man das, jetzt gar nicht so Bodybuilden im Sinne von Muskelmasse aufbauen. Aber auch dort schauen sie ja, dass sie die Körperfettanteil runterkriegen, damit du Muskeln besser siehst. Aber auch diese ganze Fitness, Body-Shaping, Gebings-Gebams, ich weiß nicht, wie die ganzen Sportarten und Sachen hassen, aber die arbeiten ja auch oft mit, ja, du hast 3 Kilo zu viel, jetzt musst du, weiß nicht, ein bisschen in ein Defizit gehen und dann ist es ein bisschen zu viel gewesen und das kann sich dann relativ schnell, soweit ich das mitgekriegt habe, auch auswirken und du bist dann halt in so einem Wechsel von, ich esse jetzt wenig, dann habe ich wieder Heißhungerattacken, dann bin ich wieder angefressen auf mich selber, dass ich zu viel gefressen habe und dann esse ich noch mal weniger und dann muss ich halt noch mal Sport mehr machen. Und Ja, Essverhalten spielt eine große Rolle in dem Bereich. Spielt eine große, also gar nicht unbedingt, das muss keine Essstörung sein in dem Sinn, sondern halt eben gestörtes Essverhalten und das trifft wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen. Ja, und das ist halt nicht abhängig vom BMI, sondern du jetzt ein BMI von 18 hast oder von 24, ist glaube ich ziemlich wurscht in dem Zusammenhang. Wenn du ein BMI unter 18 hast, dann wird es eng, also prinzipiell, kann man mal sagen. Ja. Aber du hast damals auch geschrieben, dass auch viele wohlmeinende Kommentare es eher schlimmer als besser gemacht haben. Ja, absolut, ja. Deswegen die Frage, was kann das Umfeld machen? Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema und das habe ich in letzter Zeit auch oft mit verschiedensten Leuten diskutiert. Aber das ist allgemein jetzt gar nicht nur auf das Reds bezogen, sondern also bei mir ist darum gegangen, dass das Umfeld halt einfach festgestellt hat, ich schaue jetzt zu fit aus. Also wie ich mein niedrigstes Gewicht gehabt habe, haben die Leute plötzlich kommentiert, jetzt schaue ich aus wie eine richtige, drahtige Läuferin. Und man hat halt richtig schon Muskulatur gesehen, da war halt einfach wirklich kein Gramm Fett mehr da. Und das ist wirklich die ganze Zeit halt vermeintlich positiv kommentiert worden. Und in mir hat das aber schon einerseits ein bisschen so eine Panik ausgelöst, weil ich da definitiv schon gewusst habe, das Gewicht ist extrem niedrig und alles andere als gesund. Und mich das wirklich ein bisschen geschreckt hat. Und auch dann das Nachfragen, wie ich dorthin kommen bin und die Leute wollen das auch machen, habe ich mir schon gedacht, nein, auf keinen Fall machst du das nicht. Und natürlich hat man das dann einfach im Kopf abgespeichert, so dieses,
Okay, wenn denen auffällt, dass ich jetzt so viel weniger wiege, wie haben mich die vorher wahrgenommen? War ich in deren Augen dann vorher dick? Was ich definitiv nicht war, aber das ist in meinem Kopf dann abgespeichert gewesen. Wenn die Ja, das so wahrnehmen, dann wird man ständig ja beurteilt und eben in meinem Fall dann dieses Gefühl, sie nehmen mich als zu dick wahr. Und das ist das ist so. natürlich nicht sehr förderlich. Na, auf keinen Und Fall, deswegen ja. ist Also so. allgemein so diese Empfehlung, Körper nicht kommentieren, egal in was für eine Richtung. Es ist ja meistens negativ. Ist aber schwer, weil man tut's Ja, dauernd. vor allem, weil. Ja, eben, ja, eh. Aber das ist wirklich was, das haben wir halt auch gelernt, dass wir, egal ob's was jetzt ist mit dem Aussehen, dass wir kommentieren, aber dass man es schon ein bisschen einfach merkt und versucht, das umzustellen. Weil es muss nicht sein, dass wir Aussehen kommentieren. Wir können Persönlichkeitseigenschaften kommentieren oder was auch immer. Keine Ahnung. Von mir aus noch ein hübsches Kleidungsstück, aber halt nicht Körperkonstitution. Bad geht. Ja, da können wir drüber streiten, das ist okay. Wobei man sagen muss, Peter, Das war ja du kannst wieder deinen so Bart nicht klar. bedingt beeinflussen. So gesehen, das könnte auf Leute auch sehr negative Auswirkungen haben. Ja. Boah, Du ja, nimmst das mit Humor, aber wer weiß, wie es anderen geht. ist ja gut. Stimmt, ja. Ich empfehle da den ersten Asterix-Band. Also muss man mal zum Miraculix gehen, der macht das so Oh hart. ja, Genau. oh. Toller Band, by the way. Was er sich so alle Ja. hochbinden und zuknoten, großartig. Ja, dein Traum, gell? Dein Traum. Das hättest du wohl gern. Ja. Ja. Du wolltest was anderes fragen. Ja. Ich Jo. wollte was fragen. Ah, nein, ich wollte eigentlich nur der Maria beipflichten. Man meint's gut, Ja. solche Ja. Kommentare, aber niemand weiß, wie es Genau. in einem anderen Menschen aussieht, was den bewegt, was seine Hintergründe sind, was solche Kommentare Ja. auslösen. Und ja, deswegen lieber zweimal oder dreimal drüber nachdenken, bevor man solche Attribute kommentiert. Und wenn man im Zweifel ist, besser mal die Klappe halten. Das gilt nicht nur da. Bei Podcastern mag das vielleicht etwas anders sein. Aber auch hier gilt, Ja, es ist wirklich eben dieses, man weiß nicht, was man gerade kommentiert. Weil auch wenn man eben vermeintlich einen genau. positiven Gewichtsverlust kommentiert, man weiß nicht, was da dahinter steckt, warum das überhaupt der Fall ist. Und selbst wenn mir jemand erzählt, dass eine Person das sehr abgenommen hat, versuche ich das trotzdem möglichst wenig zu kommentieren. Das ist, Ja, man genau, weiß nie, außerdem soll was es nicht dahinter sein, dass man steckt. sich über das Ja. definiert. Das ist, man ist nicht weniger liebenswert mit mehr Kilo. Ja, noch dazu. Ja, es ist insofern. Man ist sogar Genau. mehr. Also. Willkommen in meiner Gasse des Humors. Ich lese dauernd deine Nachrichten auf unserem Podcast-Kanal und es färbt anscheinend irgendwann ab. Herrlich, herrlich. Komm zu mir auf die dunkle Seite, ich habe Kekse. Es ist insofern ja schwierig, weil du bist, also als dritte Person oder als Außenstehender, es ist ja insofern deshalb schwierig, nicht das Aussehen oder das Gewicht oder irgendwelche körperlichen Eigenschaften von irgendwelchen Personen zu kommentieren, weil erstens bist du sozialisiert. Also Ja, sind absolut. wir alle irgendwie, wenn man, was weiß ich, der ist groß, der ist klar, der ist dick, der ist dünn, der ist hell, dunkel, männlich, weiblich, irgendwas, wurscht. Und oftmals
sind da dann die Themen dort, dass jemand zu dir sagt, ich habe jetzt da, weiß ich nicht, ich habe jetzt da 10 Kilo abgenommen. Ich finde das super. Ja. So, sollst du jetzt oder sollst du jetzt nicht? Also ich versuche da wirklich supportiv es zu tun oder ist es eher hinderlich? Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe vorher 160 Kilo gehabt und jetzt bin ich auf 110 unten, dann wird es aus logischer Überlegung wahrscheinlich sagen, super, weil das ist wahrscheinlich gesünder. Und dann gibt es einen Bereich, wo es wurscht ist, also BMI-Bereich, wo es wurscht ist, wenn man BMI über 60 ist fix nicht gesund und der BMI unter 20, da wird es auch schwierig. Und alles dazwischen denkst du, wird schon passen. Aber es ist halt auch sehr, sehr schwierig zu differenzieren, wann freut sich jemand drüber, dass du bemerkst, dass er jetzt irgendwas in seinem Leben geändert hat und quasi gesünder leben will und wann ist das gesünder leben wollen dann schon wieder nicht mehr gesund. Ja, absolut, also, Das macht es für mich da schwierig. Du kannst wirklich auch krankmachendes Verhalten fördern. Weil es bis zu einem gewissen Grad war das bei mir auch ein Zwiespalt zwischen irgendwie freust dich schon über diese Komplimente und gleichzeitig irritieren sie dich massiv. Also es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Auf der anderen, und man weiß ja nicht, wann man aufhören soll, ja. Wenn jemand halt, weiß nicht, übergewichtig war und dann normalgewichtig ist, dann hat man ihn vielleicht über Jahre für seinen Gewichtsverlust gelobt. Und das, was über Jahre toll und super war, ist dann plötzlich doof. Das ist halt auch schwierig und das ist auch in der eigenen Wahrnehmung sicher sehr, sehr schwierig, weil warum soll was jetzt plötzlich nicht mehr gut sein, was über Jahre lang gut war und wo ich mir über Jahre lang auch eine Selbstbestätigung geholt habe in dem Ganzen. Das ist ja ein sehr großer Faktor in dem Zusammenhang, ja. Eben, wie du vorhin auch gesagt hast, Maria, darüber sollte man sich einfach auch nicht definieren, aber oft kommt so viel von außen rein, wir alle machen, wir bilden da natürlich auch keine Ausnahme, ja, wir machen auch Podcast der Selbstbestätigung, der positiven Selbstbestätigung willen. Also mir wird in meinem Umfeld ganz oft gesagt, ich mache Podcast, damit nicht irgendwelche Personen in meinem näheren Umfeld dauernd mit mir konfrontiert sind und ich das Ventil habe, viele Menschen damit zu beglücken und sie einmal ein paar Stunden Ruhe haben. Ja, und freut dich das, wenn die dir das sagen? Viele Menschen sagen, wie hält jemand mit dir so lang aus? Sag ich, weiß ich nicht, mir ist wurscht, ich bin den ganzen Tag mit mir zusammen. Ich bin es eh schon gewohnt, ich bin abgestumpft von mir. Aber darum geht's nicht. Ja, das. Genau, über das machen wir mal eine extra Folge. Die dauert dann so 4-5 Stunden und dann darfst du allein aufnehmen gerne. Du darfst dann Zwiegespräche mit dir selber halten. Ja. Na, weil eben, wie gesagt, besser versuchen, sich da irgendwie elegant aus der Affäre zu ziehen, wie dann das Verhalten. Man merkt es ja auch nicht nur im sportlichen Umfeld, sondern auch wenn man mit Kolleginnen muss ich sagen, spricht, dass das halt schon oft ein Thema ist. Ja, auch, ja. Jetzt auch Weihnachtszeit steht vor der Tür. Es gibt Kekse, Lebkuchen, Spekulatius, Punsch und so weiter. Und da kommt sehr oft das Thema auf und
auch dank der Maria, ihrer Offenheit und ihrer ganzen Posts, die sie da schon drüber geschrieben hat, muss ich sagen, denke ich da schon ein bisschen mehr drüber nach, was ich sage, als früher. Mag auch das Alter sein, man weiß es nicht. Aber um da einzusteigen, dass ja, Kolleginnen und Freundinnen oder Bekannte im Allgemeinen, dass die Fixierung auf Essen oder Nicht-Essen oder wenig Essen in Gesellschaft oder am Abend oder ich kann noch 17 Uhr nichts mehr essen, weil dann nehme ich gleich wieder zu und was nicht. Und diese Fixierung darauf, die merkt man halt oft, also schon einmal im Alltag und dass ein optimal Körperbild halt so und so ausschaut. Und das ist halt dann gerade bei Sportlern und Sportlerinnen nochmal viel brutaler, weil ich merke es jetzt da bei mir selber, ich kratze selber immer an der Untergrenze des Gewichts, aber das schon halt seit Kind an. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich essen müsste, weil ich friss eigentlich den ganzen Tag. Und wenn du sagst, du bist jetzt da gar nicht so über zu wenig Essen da reingerutscht, sondern eher über auf einmal viel zu hohen Umsatz, den du reinessen müsstest. Hast du nicht drauf geachtet oder hast du es nicht getrackt oder hast du keine Zeit gehabt oder was, wie bist du dann in diese... Ich glaube, es war eine Mischung aus, ich habe mich einfach überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und habe eben auch getrackt oder sowas habe ich gar nicht und ich habe ursprünglich vor vielen, vielen Jahren mittlerweile, zu Anfang 20 mit Laufen angefangen, wo schon der Hintergedanke war, ich laufe, damit ich ein bisschen abnehme. Und das lasse ich in Wahrheit nie wieder los. Das hast immer ein bisschen im Hinterkopf. Und das hat sich auch da eigentlich noch nicht geändert gehabt. Und ich merke auch jetzt, das ist immer ein bisschen da. Und ich deswegen glaube ich, dass das im Hobbysportbereich auch so viele trifft, weil das immer ein bisschen da ist. Dass du nicht denkst, okay, ich muss jetzt darauf schauen, dass ich, wenn ich jetzt 30 oder auch 50, 60 Kilometer laufe, schau, dass ich das gleich ausgleiche, weil da komme ich in so ein Defizit, das kann ich nicht mehr aufholen. Und auf sowas habe ich einfach überhaupt nicht geschaut. Und das ist in Wahrheit, ich sag mal, alle, die schon ab Halbmarathon-Training haben, ist dieses Thema. Wenn ich den Longjog nicht ordentlich ausgleiche, bin ich halt ständig im Defizit drinnen. Ja, da ist das ganze Thema mit, was halt, ich glaube, hauptsächlich, die Leute, die aus dieser Ecke, ich möchte auch ein bisschen abnehmen und oder fitter werden, kommen, dass die dann auch ganz oft in diese, ich mache Nüchternläufe, ich dehne meine Nüchternläufe aus, ich laufe in ein Defizit rein, damit ich möglichst viel verbrenne oder so, in dem Bereich. Und dass es dort dann wirklich schwierig wird. Weil da geht es oft, glaube ich, gar nicht so um die Leistung im Sinne von Zielzeit, sondern es geht halt einfach um, ich kann 2 Stunden nüchtern laufen, ich kann 3 Stunden nüchtern laufen, ich kann das 2-mal die Woche, 3-mal die Woche auch machen. Und wenn man sich überlegt, wie viel Kalorien 2 Stunden nüchtern Lauf bei, weiß ich nicht, 140 Puls raushaut, und dann gehst du vielleicht noch duschen und so weiter, dann hast du diesen Nachbrenneffekt und dann isst auch nichts, sondern dann trinkst du halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie 0 Kalorien, weiß ich nicht, irgendwas, Wasser mit Geschmack oder irgend so ein Schmus. Ja, da isst du ja einen ganzen Tag nicht mehr. Du kannst da ja nicht dann zum Abendessen 2 Pizzen reinstellen oder so. Das wird teilweise erstens noch immer empfohlen, dieses länger nüchtern laufen und vor allem nachher auch noch sparen, damit der Fettstoffwechsel besser wird, was absurd ist. Und genauso wie du es jetzt gesagt hast, ist es ja auch gar nicht so sehr dieses Thema, dass ich das dann am Abend, also halt über den restlichen Tag nicht reinkriege, sondern ich bin da halt schon so in einem massiven Defizit, dass mein Körper schon nicht mehr nachkommt. Ich finde, ein wirklich, wirklich guter Vergleich ist da, wenn man sich ein Handy-Akku vorstellt. Wenn man das Handy, wenn der Akku leer wird, schaltet alles im Hintergrund auf Sparflamme, damit das Handy noch ein bisschen rennt. Und genauso ist es mit dem Körper. Alles geht auf Sparflamme. Und das heißt aber auch. Der Ultrasparmodus geht schon noch eine Zeitl.
Genau, ja, genau. Und dann haben wir aber Ja. im Endeffekt genau das, dass der Körper das Fett auch überhaupt nicht hergibt. Das heißt, das, was wir eigentlich haben wollen, funktioniert dann sowieso nicht. Weil ich da schon so in ein Defizit reinfahre, dass er sagt, nein, gebe ich sicher nichts mehr her und dann speichere ich ein, was geht, bei allem, was man nachher gibt. Und natürlich kommt dann irgendwann ein Heißhunger und am Abend eben kommt die Pizza und danach das Eis und die Chips und was auch immer. Weil es einfach der Körper irgendwann nicht aushaltet. Und gut ist auch. Ja, genau. Just saying, gut ist schon auch. Weil, Ja, also, definitiv. wobei ich muss sagen, das ist jetzt da vielleicht ein bisschen von dieser, von dem Reiz weg, aber gerade im Ausdauersport, also im Langdistanzsport, ist ja das mit dem nüchternen Lauf bis zum gewissen Grad trotzdem immer da, um diesen Fett Stoffkreislauf irgendwie zu haben. Und Ja. ich habe es mir auch schon ein paar Mal erzählen lassen und erklären lassen, warum. Und das geht dann halt für bis zu einer Stunde oder so, einfach nur um dieses auch zu haben, damit du nicht, wenn du dann im Wettkampf bist und du ein bisschen zu wenig Zucker zu dir oder Energie zuführst, nicht sofort komplett im Eck bist. Deswegen solltest du das ein Ja, bisschen aber das mittrainieren, soweit ich das mit in Wahrheit ist es verstanden ja habe. absurd. Wenn ich intensiv laufen will, muss ich intensiv Kohlenhydrate zuführen. Weil dann brauche ich einerseits für den Trainingseffekt und auch für die Leistung brauche ich die Kohlenhydrate. Und Ja, auch in der ich glaube, es auf die Dauer geht es Trainingsanpassung. da, oder? Also wenn du wirklich Ja, lange, lange Zeit unterwegs bist. aber selbst da brauche ich alles an Kohlenhydraten, was ich irgendwie reinbringe. Natürlich rennt er mehr über den Fettstoffwechsel. Geht gar nicht anders, weil das halt eben. Ihr kennt das eh aus dem Ultra. Ja, Aber du kannst nicht so hochintensiv mittlerweile hat sich laufen ja über Gott 10 sei Dank, Stunden. genau, aber mittlerweile hat sich es Gott sei Dank ja eh geändert und man sieht ganz deutlich, die, die am meisten zuführen können, die laufen am besten. Also gerade im Ultrabereich auch. Das ist ein Wahnsinn, was sich die an Kohlenhydraten reinhauen, damit die Leistung so hochgehalten werden kann. Nein, was ich so mitgekriegt habe, Und ist jetzt gerade das bei so Frauen, 100, 110 ja, Gramm das ist eh schon Kohlenhydrate absurd hoch, muss man sagen. pro Also im Hobbysport würde Stunde. ich es nicht empfehlen. Dort, ja, also ich weiß es bei mir selber, der Christoph hat mir das auch immer wieder in den Trainingsplan eingeschrieben. Bei jedem Ja. langen Lauf steht drinnen Train the Gut, alle 20, Ja. 30 Minuten Gel rein. So lang, Ja, bis ja, ja. du kurz vorm Kotzen bist. Ja. Und dann wechselst das Gel und nimmst da Ja, genau. anders. Ja, genau. Ja. Und es geht halt auch echt Absolut. lang. Also ich verstehe total, dass irgendwie Menschen, die während einem Lauf nichts mehr zuführen können, dass die halt einfach brutal abbauen, weil woher sollen die Energie kommen? Ja. Genau. Und das halt auf der Long Run quasi oder auf der langen Zeitleiste. Ist ja dann so ähnlich, dass der Körper sagt, es ist nicht ein Wettkampf, sondern nimm das ganze Jahr als ein Wettkampf und du bist immer in diesem Minus drinnen und irgendwann sagt der Körper, jo, das war's jetzt Ja. mal. Und Ja. du hast es dann erkannt, was hast du dann gemacht? Du hast dir ja quasi selber mit Ja. Selbsttraining, Ja. Selbstdiagnose und selbst einmal alles reingeritten. Hast du dich dann auch wieder Ja. rausgezogen selber oder hast dann jemand gesagt, hallo hier, hallo, ich bin Maria, ich habe ein Problem? Halb, halb. Das Problem war, dass ich wirklich eigentlich auch nicht wusste, wo ich mich hinwenden soll. Das war echt, ja. Genau. Also es ist ja, ich finde es noch immer schwierig, Leute zu finden, die sich damit auskennen. Ich habe halt mal so Daumen mal Pi angefangen, einfach wesentlich mehr zu verpflegen, vor allem eben bei den Läufen mehr zu verpflegen. Aber es hat wirklich, ich sage, es hat wirklich Jahre gedauert, um das nach und nach zu verbessern. Ich habe dann über Erbse und den Jörg Hösli schon auch noch mal ein bisschen einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil der das ja auch wirklich sehr vehement propagiert, wie viel man mit dem Sport verpflegen muss. Also das hat schon noch mal geholfen, einfach dieses regelmäßige über den Tag essen, ausreichend Kohlenhydrate essen, wirklich Sport immer verpflegen. Das ist, ja, mittlerweile hat sich das schon sehr in mein Gehirn eingebrannt. Aber es war am Anfang wirklich ein großer Widerstand in mir, dass ich das umsetze. Das eine ist dieses Lernen, was solltest du tun, damit du da rauskommst? Und das andere ist,
kriegst du das in deinen Kopf rein, dass du das wirklich dann auch machst? Weil es ist eben, meine Leistung hat dann eben schon deutlich nachlassen. Jetzt im, das war nach dem Armbruch eben im Sommer 2019 in etwa. Da wollte ich noch einen Marathon laufen, den habe ich abgebrochen, das war nicht mehr so leibend. Und danach ist eigentlich nichts mehr gegangen. Und da war in meinem Kopf aber schon noch dieses, na, wenn nichts geht, muss ich mehr machen, härter trainieren. Also da bin ich dann auch wirklich noch arge Sachen gelaufen. Longjogs mit, weiß ich nicht, 35 Kilometer und da einen Halbmarathon inkludiert mit, weiß nicht, 4,15er Schnitt oder sowas in die Richtung. Und das ist damals noch gegangen, wo ich mir gedacht habe, puh, ey, arg. Jetzt könnte ich das nicht mehr, weil das einfach, da habe ich halt versucht, was geht noch leistungsmäßig rauszuholen, obwohl halt nichts mehr gegangen ist. Da habe ich zwar eben dann schon mehr verpflegt und habe darauf geschaut, dass ich halt ISO trinke und zumindest ein, zwei Gels nehme, aber weit entfernt noch von den Empfehlungen. Also das hat wirklich, dass ich das wirklich annehmen habe können und umsetzen habe können, war wirklich, ich sag, die letzten Jahre. Und in Wahrheit eigentlich erst heuer nach dem Wings for Life habe ich auch mal das Training extrem runtergefahren. Das habe ich vorher auch nicht gemacht. Da bin ich trotzdem, wollte ich immer nach oben bleiben mit Training mit, weiß nicht, 70 bis 100 Kilometer in der Woche. Und das geht halt nicht. Das hat der Körper nicht vertragen. Also es ist zwar ein Großteil der Symptome ist besser geworden, aber so die Schlafstörungen zum Beispiel, das war noch immer ein Riesenproblem. Und auch Magen-Darm war besser, aber auch noch immer nicht so, wie es sein sollte. Und erst mit der Trainingsreduktion hat sich da endlich was getan. Also da ist der Schlaf dann auch wirklich. Da war eigentlich die größte Änderung. Ist noch immer nicht super gut, aber es gibt Nächte, wo ich durchschlafe. Das ist schon ein Riesenfortschritt für mich. Und das war aber eben erst heuer im Frühjahr. Also ich habe wirklich so lange gebraucht, bis mein Kopf das auch so weit akzeptieren kann und ich wirklich das nach und nach umsetzen kann. Und vor allem auch, und das war sicher auch ein Grund, warum ich es dann auf Instagram und Facebook gestellt habe, dass mich die Leute nicht mehr fragen, und was machst du als nächsten Wettkampf, wann kommt die nächste Bestzeit, dass ich mir diesen Leistungsdruck mal rausnehme. Weil es ist, wenn du, ich sag mal, halbwegs gut laufst und irgendwie das von den Zeiten im Hobbybereich so ist, dass die Leute sagen, boah, super, dann erwarten sie das auch von dir. Und das ist schon, das setzt dich selber dann so massiv unter Druck, wo ich mir dann gedacht habe, na, das geht einfach nicht mehr. Weil mir ist dazwischen wirklich leistungsmäßig auch so schlecht gegangen, dass ich, da habe ich Läufe nach 5 Kilometern abbrochen, bin weinend auf der Strecke gestanden, weil es mir so schlecht gegangen ist und das überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das ist aber wirklich ein langer Prozess gewesen, da rauszukommen. Also es war, wenn ich das jetzt manchmal höre, ich höre mir sehr viele so Podcasts an, englische zu dem Thema, und manchmal stellen sie das so dar, als könnte man das in ein paar Wochen wieder rückgängig machen, wo ich mir denke, na, das kann ich nicht bestätigen. Bei mir trifft das nicht so. Hilft es da, wenn man merkt, dass da irgendwas eben schief ist, selbst wenn man es gar nicht benennen kann, dass es jetzt Reds ist oder dieses Low Energy Availability, was eben, glaube ich, eigentlich so die Grund, der Grund, der Genau, das Kern trifft die ist, wo das Ursache Problem zumindest. ist, die Ursache ist, Genau. dass man sagt, oh, ich brauche jetzt da mentale Begleitung oder hilft. Oh, knows. Vielleicht hilft auch da strukturiertes Training mit jemandem, der das kontrolliert. Ich will es gar nicht laut aussprechen. Der halt sich im Hilton-Thema auskennt. Ja, ich weiß. Ich schaue mich eh vor mir selber. Trainer Ich habe empfehlen. dann tatsächlich 2022 habe ich mit einer Trainerin trainiert und habe der auch gesagt, was die Problematik ist. Schwierig. Natürlich nutzt was, wenn dich jemand darauf hinweist, aber im Endeffekt, du musst das umsetzen. Und vor allem, wie viel Energie du dann im Alltag tatsächlich verbrauchst, wie viel du zusätzlich im Sport vom Trainingsplan verbrauchst und wie viel ich dann noch brauche für, keine Ahnung, mit dem Radl in die Praxis fahren, da muss ich einfach selber drauf schauen. Das ist, ja, vielleicht kann man es in enger Abstimmung mit irgendjemandem, mit einem Ernährungsprofi am ehesten machen. Training, schwierig, schwierig, weil die Kontrolle hast du einfach nicht. Das wahrscheinlich am ehesten im Leistungssport, weil wir haben das gehabt bei der, ich meine, der Andy Walter hat gesagt, er hat es ausgetestet bei sich selber, weil er sich, ich meine, wir wissen, dass er
einfach von seiner Statur her neben den anderen Läufern irgendwie so aerodynamisch ist wie eine Schrankwand, einfach weil der 1,90 ist oder so. Ja. Und alle seine Konkurrenten eineinhalb Kopf kleiner sind. Und jetzt da hat er halt auch dann versucht, sein Gewicht auf Minimum zu bringen und hat dann gesagt, er hat irgendwann gemerkt, Energie war weg. Und er muss ein gewisses Mindestgewicht haben, damit er auch Energie hat. Und mit der Julia Meyer und dem Vincent haben wir es ja zweimal relativ lang beleuchtet, wo sie gesagt hat, also im Profisport ist es dann so, zumindest bei ihm, ich weiß nicht, ob das alle Trainer so sehen, aber zumindest bei ihm ist es so, sie hat gesagt, sie muss alles, was sie zu sich nimmt, tracken, jede Bewegung quasi, alles, was sie macht, tracken. Und wenn sie irgendwann nicht eintragt, wie viel Gewicht das sie heute hat oder das Gewicht nach unten geht, dann gibt es aber sofort hier, weil das geht so nicht, weil wie soll sie Leistung bringen, wenn zu wenig Masse da ist, die Leistung zu bringen. Also vielleicht ist es eben gerade im Amateurbereich das große Problem, weil du nicht so engmaschig überwacht bist. Ja. Das ist das Problem, weil man da eben alles wird nur ausschnittweise abgedeckt. Ja? Also ein Ernährungsberater, der sieht halt vielleicht nur die Ernährung, ein Trainer, der sieht nur das Sportliche. Der Einzige, der im Prinzip alles im Blick hat, ist man selber. Genau, ja. Man selber weiß, wo man mit dem Radl hinfährt und wo man mit der U-Bahn hinfährt und wie viele Stockwerke das man geht und sonst irgendwas. Das ist ja sehr, sehr berufsabhängig. Maria, bist da viel auf den Beinen im Beruf. Das ist was anderes, wie wenn man tagtäglich wie der Peter nur vorm Rechner sitzt. Ja. Naja, und vor allem, und wenn man selber wissen will oder weiß, dann nur deswegen, weil man es heute auch mittrackt. Ich habe mal versucht, so Ernährung mitzutracken. Nach eineinhalb Tagen habe ich mir gedacht, puh, nein, das ist mir einfach zu doof. Ich schaue einfach, dass was eine passt, jetzt geht eine und fertig. Und ich wege mir halt ab und das Ziel bei mir war, also schon bei der Umstellung auf vegane Ernährung und dann halt beim Mehrspurt machen, war immer das Ziel, ich will irgendwann mal bei 70 Kilo ankommen. Also nach oben hin, weil ich immer viel weniger gehabt habe. Von unten? Ja. Ich habe mich von unten nach oben genähert und gedacht, dort will ich mal hinkommen. Also trainieren und fressen, was das Zeug hält, dass wir irgendwann damit ankommen. Und habe mir aber immer selber eine Untergrenze gesetzt und gesagt, wenn ich eben bei der Ernährung zum Beispiel dort drunter falle, dann brich ich das ab, dann muss ich was umstellen, dann passt was nicht. Weil das kann nicht gesund sein. Und es gibt ja auch Ansätze. Also es gibt ja auch Ansätze in zwei Sportarten, soweit ich gelesen habe, im Klettern und im Skispringen. Also beim Skispringen vor 10 Jahren vielleicht oder so, dass sie BMI zu Skilänge in Relation setzen. Genau. Das heißt, wenn du es leicht bist, musst du kürzere Ski haben. Und beim Klettern, glaube ich, gibt's landesspezifisch, zumindest in Österreich gibt es das, wenn du zu wenig Gewicht hast oder zu geringen BMI, dann kriegst du eine Verwarnung, verbannt intern oder darfst gar nicht starten. Aber es ist nicht international noch. Aber die haben schon mal Ansätze und bei allen anderen Sportarten ist halt genau wurscht. Ja. Ja, bei mir war ein bisschen das Problem auch, dass dann das Gewicht nach und nach nach oben geklettert ist, obwohl ich so viel Sport gemacht habe. Und dann eben schon auch dieses im Hinterkopf, okay, noch mehr machen, noch weniger essen. Also das mit dem Gewicht tracken ist da auch ein bisschen zwiespältig, weil das kann schon passieren, dass du dir eben den Stoffwechsel so zusammenhaust, dass dann mal nach oben geht. Obwohl du an sich nicht so viel isst oder eben viel zu viel Sport machst. Musst du dann, oder macht es dann Sinn in dem Zusammenhang? Es gibt ja diese ganzen Körperfettwagen oder diese Geschichten, das mitzutracken, weil Gewicht alleine sagt ja nichts aus, weil im Endeffekt, wenn ich mehr Muskelmasse zulege, heißt es noch lange nicht, dass ich dann nicht trotzdem in ein Ungleichgewicht kommen kann, weil mein Körperfett kann ja trotzdem
rapide nach unten gehen. Ja. Ja, ich muss sagen, die Körperfettwagen, die sind so ungenau, das würde ich nicht, ja. Okay. Würde ich nicht ernst nehmen. Ich glaube, das ist allgemein ein bisschen problematisch. Man sollte nicht zu viel aufs Gewicht fokussieren, weil gerade Leute, also das kann ich nur aus der eigenen Erfahrung sagen, aber ich bin mir sicher, das geht anderen auch so. Wenn du eh schon das Problem hast, dass du dich selber ja anders wahrnimmst, dann ist dieser Fokus aufs Gewicht absolut kontraproduktiv, weil du hast immer dann diesen Stress, okay, das ist jetzt 1 Kilo mehr, ach, das macht dich dann schon wieder nervös. Und das ist, da ist dann die Tageslaune davon abhängig, was du in der Früh auf der Waage siehst. Und das bringt natürlich nichts. Also das in Wahrheit wirklich am gescheitesten nicht wiegen. Okay. Ja. Also für mich persönlich war sehr erhellend immer wieder diese Begegnung mit den absoluten Antikörpern des Sports. Also du gehst Radl fahren am Donauradweg Richtung Dulln und schwitzt in der Aero-Position und trittst dahin und plötzlich überholt dich jemand, der einen ordentlichen Sixpack-Ranzen vor sich her schiebt und du denkst da, du hast doppelt so viel Kilo wie ich, aber offenbar trittst du trotzdem 50 Watt mehr. Und dann fährst du heim, setzt dich hin, am nächsten Tag gehst wandern, gehst den Berg hoch und ein ähnlich voluminöser Mann überholt dich bergauf. Und du denkst, da, der noch 30 Jahre älter ist als du. Mir ist es mit meinem Opa mein Leben lang so gegangen, habe gedacht, das darf doch einfach alles nicht wahr sein. Also am Gewicht allein kann das alles nicht liegen. Ja. Wobei halt das Gemeine im Lauf, also ich kann es auch da wieder nur übers Laufen sagen, über meine Erfahrung, ich merke natürlich, dass ich mehr Gewicht habe beim Laufen. Und das ärgert mich manchmal ein bisschen, wenn das so dargestellt wird, nicht aufs Gewicht fokussieren, Hauptsache aufs Training fokussiert und dann kommt die Leistung schon. Weil das stimmt halt nur bis zu einem gewissen Grad. Natürlich gibt es ein optimales Gewicht für die Leistung. Aber es macht halt für mich einfach überhaupt keinen Sinn, dass ich mich auf das fokussiere, wenn ich nicht alle Symptome los wäre und wenn es mir nicht gut geht damit. Deswegen denke ich mir, okay, gut, ich bin nicht im Leistungssport zu Hause, ich verdiene nicht mein Geld damit, deswegen ist es für mich absurd. Und Gott sei Dank, das habe ich schon so verinnerlicht, dass ich mir denke, ja, ich würde gerne wieder schneller laufen, aber nicht um jeden Preis. Schauen wir, ob das kommt. Wenn es nicht, ist es auch okay. Ja, so da hat mein Orthopäde irgendwann einmal was Weises gesagt, was mir jetzt da auch in Verletzungspausen ein bisschen am Boden der Tatsachen hält, der gesagt hat, naja, gewinnen kannst jetzt nichts, wenn du das überallst, aber verlieren kannst sehr viel, weil verdienen tust mit deinem Sport nichts, aber investieren in die Krankheit kannst sehr, sehr viel. Das stimmt. Ich habe schon gedacht, der hat gesagt, Aquajogging kann auch schön sein. Na, dafür kennt er mich jetzt da, glaube ich, auch schon gut genug, dass er weiß, dass der sonst auf wenig Gegenliebe stößt. Es gibt niemanden auf der Welt, der Aquajoggen geil findet, glaube ich. Das kann man auch nicht vorstellen. Deswegen gibt es auch keine 12 Stunden Aquajogging-Masterschaften in Österreich. Noch nicht. Noch nicht. Genau. Perfekt. Glaubst du, das Thema kommt jetzt da schön langsam an? Also in meiner persönlichen Wahrnehmung ist jetzt in den letzten, lass es 10 Jahre sein, das Thema Untergewicht, zu wenig Energieversorgung, Problematik mit Hormonhaushalt und so weiter, doch sehr im Aufwind, zumindest in der Wahrnehmung, im Gegensatz zu früher. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in 90er Jahren Dokumentationen von Turnerinnen das Thema Untergewicht jemals gefallen wäre. Und jetzt doch schon auch von Trainern und Verbänden und so zumindest schon mal drauf geschaut. Der Weg ist sicher noch weit, aber Sportmediziner schauen drauf, es gibt schon langsam Studien drüber, oder
es gibt mehr Studien drüber, es gibt eine eigene Definition jetzt da endlich. Wie weit siehst du den Weg? Oder wo stehen wir da auf einer Skala von 0 bis es endlich ankommen? Also ich habe das Gefühl, dass es im englischsprachigen Raum schon viel weiter ist als im deutschsprachigen. Allgemein hat sicher noch einen langen Weg für sich. Eben, ich habe das Gefühl, so im deutschsprachigen Raum ist es noch immer so ein bisschen dieses, einerseits trifft es Leistungssportler und dann vielleicht noch Personen mit Essstörungen. Aber nicht, wie sehr das im Hobbybereich eigentlich ein riesengroßes Problem ist. Also das, finde ich, fehlt im deutschsprachigen Raum noch massiv. Ich finde schon, dass sich sehr viel tut. Ich meine, ich bin definitiv in einer Blase, weil ich mich einfach sehr, sehr viel damit auseinandersetze. Aber allein, was ich das IOC-Konsensus-Statement da über REDS, da war 2018 ein Update und jetzt 2023 ist das letzte rauskommen, ich glaube im September oder so. Und allein, was sich da dazwischen getan hat, war enorm, weil es wirklich, ich glaube, es sind über 170 Studien zum Thema in den 5 Jahren dazwischen entstanden, was ein Hammer ist, weil das war davor halt wirklich verschwindend gering. Aber man merkt schon, dass halt noch immer sehr, sehr viel fehlt. Ich habe das Gefühl, es bessert sich insofern, dass einfach allgemein auch mehr Usus wird, dass man halt beim Laufen verpflegt, weil ich finde, das ist halt einfach auch dieses ein Riesenproblem, das da dieses Grundproblem auch darstellt. Aber ich merke genauso, dass da teilweise noch immer massiver Gegenwind kommt, wenn man jetzt sagt, man geht laufen und nimmt sich Gel mit oder irgendwelche Süßigkeiten oder sonst irgendwas und dann hinterfragt wird, naja, ist das notwendig und braucht man das und ist eigentlich noch mit viel Skepsis dass er angenommen wird. Aber es tut sich definitiv was. Aber ich glaube, es muss noch viel kommen. Ja, ich glaube, da haben auch quasi neumoderne Sportarten, so wie Trailrunning, vielleicht ein bisschen den Vorteil, da ist es gar nie en vogue gewesen, nur mit Split-Shorts und Leiberl rauszugehen, ohne was zum Trinken mitzunehmen, sonst was. Du hast halt immer deinen Rucksack oder dein Trailwesten mitgehabt oder sonst irgendwas. Nein, ich rede nicht von dem Kubitschka, der oben ohne durch die Wälder gehüpft ist, Jordi. Oder ja, nein, ich wollte das Gegenbeispiel nennen, und zwar den Falscher Grenzstaffellauf. Ich meine, da hat es schon immer an jeder Verpflegungsstelle Kuchen gegeben, zum Beispiel. Ja, richtig. Und jeder hat sich drüber gefreut. Ja. Man läuft eigentlich nur wegen einem Kuchenbuffet mit. Ja. Ja, wobei, wenn ich denke, wann war das? 2018, wie Christian und ich die 60 Kilometer gemeinsam gelaufen sind. Mit was haben wir verpflegt? Ich glaube, ich habe 2 Gels gehabt. Das hast du verwendet, Christian? Ähnlich? Ja, ähnlich, ähnlich. Und ich, das war ja für mich kurz nach dem Großglockner Ultra Trail, wie du noch erinnern kannst. Ja. Okay, wir bei 2 Gels bin ich noch eine Stunde leer. Ja. Wir zwei haben eh schon ganz verrückte Sachen miteinander gemacht und darüber können wir den Mantel des Schweigens decken und das als Jugendsünden. Genau, wir haben dazugelernt. Absolut. Genau, wir haben absolut dazugelernt. Du auf die härtere Tour als ich. Aber in Zukunft kommen wieder solche Läufe. Ich freue mich drauf. Ja. Und diesmal halt dann nehmen wir halt ein bisschen einen größeren Rucksack mit. Macht ja nichts. Ja. Definitiv. Ich kann euch sagen, man kriegt auch in einem 8-Liter Rucksack die komplette Pflichtausrüstung und 3 Scales rein. Das geht sich aus. Nicht schlecht. Und wenn du wirst dazu motiviert, sie zu essen, weil dann wird der Rucksack ja immer leichter. Ja, das stimmt. Das denke ich mir immer mit dem ISO, wenn ich trinke. Genau. Das ist meine Hauptmotivation. Schnell trinken und viel essen, weil dann wird der Rucksack leichter. Stell dir vor, wie weit wir damals mit 30 Gs gekommen wären, Maria. Ja, Wahnsinn. Ja, da wäre ich den 100er fertig. Race around Austria. Null Problem, aber zu Fuß. Ja. Immer weiter. Was mich ein bisschen
irritiert an dieser ganzen Geschichte ist, es gibt noch immer sehr viele Sportarten, die halt eben so, wie wir vorher gesagt haben, auf Gewichtsklassen oder auf Zielgewicht oder Optimalgewicht oder so irgendwas abzielen. Kann da auch jetzt da irgendwie IOC-mäßig, verbandsmäßig, sportortmäßig, kannst du da irgendwas tun? Ich meine, dass beim Klettern dass du nicht viel machen kannst, weil halt, naja, eine Wand hochklettern ist halt einfach leichter, wenn du leichter bist, prinzipiell schon klar, aber bei vielen anderen Dingen könntest du wahrscheinlich da ein bisschen an Druck auch rausnehmen, oder? Oder ist es einfach sehr Du meinst die sportartenabhängig? Sportarten mit Gewichtsklassen? Ja, Naja, es ist halt auch schwierig, es. ein 100 Kilo schwerer Boxer, was macht der mit einem 60 Kilo schweren Boxer? Ja, Da also kommt das das muss kann man. ich dir sagen. Der hat Es weniger ist das nichts Problem, Schönes. der andere hat Es geht das nicht Problem. klar. Ja, und genau, Der also 60-Kilo-Mann kann immer alle 100-Kilo-Mann Vollkontakt. maximal die Hosen hochziehen, aber das war's dann schon. Alle Vollkontaktsportarten haben da das Problem, was nicht Judo, ja, Ja, ich und so weiß, weiter. Physik und so, ich weiß schon. Das Masse und ist halt, Beschleunigung und so. da ist es halt schwierig. Ich denke, die Skispringer haben den richtigen Ansatz gewählt, aber auch das ist, da steckt auch viel Wissen dahinter und viel Forschung, sage ich einmal. Wie viel Zentimeter Ski entsprechen am Kilo Körpergewicht und so weiter. Also das ist alles nichts, was man von jetzt auf gleich machen kann. Ich denke, dass das wichtig ist, das Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja. Schwierig ist es in so Geschichten, denke ich auch, wie Turnen oder so. Ja. Wie will man das regulieren? Also Ich glaube, das Um und Auf ist, dass man wirklich halt weiter aufklärt darüber, was es für Konsequenzen hat. Und jetzt ja in Wahrheit nicht nur körperliche Konsequenzen, sondern halt wirklich auch leistungsmäßige Konsequenzen. Weil in dem Konsensus-Statement, wenn man sich das anschaut, die teilen das ja auch auf in einem Bereich, was passiert mit dem Körper und in einen, was für gravierende Auswirkungen hat es auf die Leistung. Und ich meine, wenn ich in einem Sport gut sein will, dann sollte man zumindest spätestens das zu denken geben, wenn ich langfristig in dem Sport dabei sein will, muss ich auf meinen Körper schauen, damit ich die Leistung bringen kann. Und ich glaube, je besser man die Sportler, Sportlerinnen darüber aufklärt, aber eben auch das Umfeld, dass halt Trainer oder Trainerinnen nicht mehr darauf hintrimmen, niedrigstmögliches Gewicht und wenig Essen und solche Sachen. Das glaube ich schon, dass das einfach ein massiver Druck ist, der, wenn der mal wegfallen wird, wird sich schon viel ändern. Und der Leistungssport als kleiner Ausschnitt, ich meine, die können ja auch was tun mit Trainerstab und allem drum und dran. Aber ich glaube, auch da ist es wieder so, wenn du sagst, da Hobbysport, in dem wir uns alle ja befinden, wo, ja, ich werde jetzt nicht müde zu betonen, wenn ihr jetzt da a Minuten schneller lauft auf einen Zehner oder nicht, interessiert es die Mama und mich. Und alle Es anderen ist schon sagen, schön, dass die Mama auch interessiert. super. Ja, die Mama interessiert es. Aber alle anderen Schön. sagen, eh super. Und 2 Tage später ist es ihnen wurscht. Also es ist auch völlig egal. Ja, Ganz absolut. ehrlich, ob ich jetzt 39 oder 38 auf einen 10er laufe, das ist nicht einmal in Groß-Rußbach Bestzeit. Das ist genau wurscht. Ja. Und Wichtig ist nur dafür. unter 40. Und dafür halt jetzt da dann wirklich langfristig was aufs Spiel zu setzen, das haben wir alle ausprobiert, dass wir in eine Verletzung einlaufen.
wir sind alle draufgekommen, dass es eine dumme Idee ist. Und wir haben es dann noch einmal gemacht. Wir sind wieder draufgekommen, dass es eine dumme Idee ist. Und, ja. Man muss nicht Monate und Jahre damit verscheißen, quasi, etwas zu lernen, was schon 1000 Leute vor dir gelernt haben. Du könntest einmal von anderen lernen. Und gerade da ist genug Essen die einfachste Übung. Wo halt leider viel Widerstand kommt. Ja, natürlich. Ja. Ich sehe es in der Praxis leider wirklich oft, dass ich halt, bei mir sind halt wirklich viele Läuferinnen und Läufer und da ist ein großer Teil dabei, die halt Ewigkeiten in einer Verletzungsschlaufe drinnen hängen und wo die Ernährung einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn das nicht ankommt, ja, Peter, wie schaut's aus mit deiner Verletzung? Ich will nicht darüber sprechen. Es tut weh. Und, und das Problem an der Sache ist, um auf das kurz einzugehen, es ist momentan so blöd, dass alle sagen, ja, jetzt können wir nur warten, bis es wieder gut ist, weil an der Stelle kannst du halt auch als Orthopäde nichts tun, als Physio nichts tun, du kannst einfach nur warten, weil, hey, du hast einen Bluterguss im Knochen. Ende. Ja. Ist halt ein bisschen scheiße. Du kannst Aquajoggen gehen. Genau. Juhu. 12 Stunden vielleicht sogar. Wenn du dabei bist. Das schaue ich mal an. Natürlich, du bist auf Linie 3. Ich mache maximal eine Staffel oder so. Oh, ich glaube, das wird noch was. Ja, ich habe auch schon das Gefühl, es ist schon ein Start von irgendwas. Wir haben schon das Duell lange Hose, kurze Hose gehabt, aber ein Aqua-Jogging Ultra, wir kommen. Ich weiß nicht, wie viele Fragen du noch hast, Jordi. Ich habe da eine ganz bestimmte noch, und zwar, wenn jetzt irgendwen kennt oder selber diese Liste durchschaut, die er bei uns in den Shownotes findet oder sonst irgendwas, hast du Kontakte, an die sich diese Person wenden könnte? Nein, leider auch noch nicht wirklich. Ich versuche mir da was aufzubauen, damit ich Leute auch weiterschicken kann, entsprechend zu Ärzten, aber nein, noch zu wenig. Schauen wir mal, ob ich in den nächsten Wochen noch Rückmeldung bekomme von der einen oder anderen Ärztin, Arzt. Mal schauen, ja. Das wäre sehr hilfreich. Wenn sich jemand berufen fühlt, hier Expertise oder Fachwissen weiterzugeben, meldet euch bitte bei uns. Und wenn irgendjemand betroffen ist oder sonst irgendwas, könnt ihr euch gerne auch bei uns melden. Wir können euch zwar nicht helfen, außer mit einer Vielzahl von schlechten Witzen, aber wir können euch zumindest jemanden so in der Warteschlange... Genau, aber wir können euch in der Warteschlange halten, so lange, bis wir jemanden wissen, der da weiterhelfen kann. Also das können wir, zumindest das können wir anbieten. Jordi, hast du... Ich weiß alles. Du warst alles. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Okay, das ist gut. Für heute. Ich weiß zumindest zu diesem Thema jetzt wieder etwas mehr. Habe jetzt für mich mitgenommen, dieses Problem ist komplex. Man kommt schleichend und langsam hinein. Man braucht ewig, bis man wieder rauskommt. Wenn man jemanden hat, der einen dabei unterstützen kann, ist es echt gut. Das Problem ist nicht nur weiblich, wenn auch dort mehr verankert, weil Frauen halt einfach viel mehr auf Optik getrimmt oder sozialisiert sind oder auch öfter taxatiert werden. Man kann selber helfen, indem man es einfach nicht kommentiert.
Oder zumindest so weit hilft, dass man, wenn man gemeinsam laufen geht, einfach auf, hey, jetzt wäre es wieder mal Zeit zum Essen, in die Runde brüllt. Gutes Vorbild sein. Das, ja, das hilft. Und wenn man selber davon betroffen ist, schauen, ob man nicht irgendjemanden findet, der an hier weiterhelfen kann. Und wenn nicht irgendein halblustiger Trainer, Arzt oder sonst was sagt, ah, 5 Jahre Regelblutung ausbleiben, ist ja kein Problem. Schnell wegrennen. Arzt wechseln. Ja, Genau. absolut. Ja, absolut. Habe ich da jetzt irgendwas vergessen, was du ergänzen möchtest? Nein, passt eigentlich ganz gut. Ich will nicht, dass die Leute sich zu sehr Sorgen machen, dass es dieses ewig lange wieder raus sein muss. Ich glaube, wichtig ist, je früher du es erkennst, umso eher kannst du wahrscheinlich auch wieder schnell rauskommen. Bei mir war es halt wirklich einfach, dass sich das über Jahre aufgebaut hat. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, wieso es so lange gedauert hat. Und einfach auch dieses, vielleicht wenn man es schneller akzeptieren kann, dann kommt man auch schneller wieder raus. Das könnte auch helfen. Und ich kann schon durchaus unterstützen, was das angeht. Ich habe ja so eine, ich habe noch, ich bilde mich ja ständig fort, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast. Und ich habe ja auch in der Ernährung, Präventiv- und Sporternährung jetzt noch eine Ausbildung gemacht. Also ich kann da schon unterstützen auch. Und ich werde sogar mein Ernährungswissenschaften-Studium wieder aufnehmen, damit mir nicht fad wird. Also ich habe vor, die Leute auch in dem Bereich zu unterstützen. Ja, also gerade für Menschen, die aus Wien und Umgebung kommen, ist das eine sehr gute Adresse, weil du hast den großen Vorteil im Gegensatz zu vielen anderen Trainingsbetreuungen, Physiotherapeuten und Menschen, die sich damit auseinandersetzen, dass du halt nicht nur auch in dieser Gasse schon warst, sondern dass du halt Ja. auch das ganze Problem von hohen Umfängen, Ausdauersport und dem Ganzen auch aus der Praxis kennst und nicht irgendwann Ja. einmal in einem Vortragsfilm gelesen hast. Ja, Zehn. genau. Ja. Ja. Ja, das ist für mich auch, das ist eigentlich mein Ziel, ja, dass ich Läuferinnen und Läufer eben möglichst umfassend betreuen kann. Und das ist halt wirklich, ich merke auch diese Kombi aus Physio, Trainingsbetreuung und jetzt halt den Ernährungsbereich dazu. Es macht einen Unterschied, ob jemand das wirklich halt alles mit der Zeit lernt und einfach auf eins zusammenbringen kann. Bei mir ist es halt wirklich eine Sportart. Im Laufen kenne ich mich aus. Aber dort kann ich die Leute auch wirklich gut betreuen. Und es macht Also einen vielleicht. Unterschied, ob das jemand versteht und selber auch macht. Und ich würde nie jemand sagen, er soll zum Laufen aufhören, wenn es nicht absolut unbedingt notwendig ist. Das ist schon, ja, macht einen Unterschied in der Betreuung. Ah, vielleicht kriegen wir einen Jordi auch nochmal zu Training und Beratung. Zumindest bei dir. Da kann er jetzt wahrscheinlich wenig dagegen sagen. Da kann ich jetzt Ich tatsächlich verstehe wenig voll, wenn das dagegen jemand sagen. nicht mag. Also ich versuche auch die Leute, die bei mir in Betreuung sind, regelmäßig dazu zu zwingen, eine Zeit keinen Trainingsplan zu machen, weil ich das für den Kopf unglaublich wichtig finde, dass man auch mal Pause hat davon. Ja. Ja gut, ich habe jetzt so ungefähr 3,5 Jahre Pause, vielleicht 4 werden es jetzt im Dezember. Du könntest ein paar Monate Trainingchen machen, das wäre okay. Jordi, ich lasse dir Ihre Kontaktdaten bei uns in den Shownotes. Da kannst du es dann Danke, nachlesen. wichtig. Gerne. Dort hinterlassen wir natürlich deine ganzen Social Media, Webseiten und Kontaktdaten. Dann hinterlassen wir dort auch die Erklärung, also die Beschreibung vom IOC, was ist RADS, Ja, sehr gut. inklusive auch Wikipedia-Artikel. Es gibt auch in der Sportärztezeitung was. Ich verlinke auch einen Genau, ja, da anderen, war ein guter Artikel drin. Ja. ja, von einem anderen Podcast, wo eben dieser Professor Köhler aus Deutschland gesprochen hat, der sich genau mit dem Thema offenbar sehr, sehr intensiv auseinandersetzt. Klammer auf, ja, obwohl er, glaube ich, Triathlet ist, Klammer zu. Aber er sagt trotzdem schlaue Sachen. Ja. Und wie gesagt, wenn jemand hier etwas weiß,
und das weitergeben möchte, wendet euch bitte an uns, wär super cool. Und wenn jemand ein Problem hat oder sagt, hey, schwierig, gebt es uns auch gern weiter, da kann man nicht wirklich irgendwie sagen, wir können euch total gut helfen, aber wir können schauen, ob wir zumindest weitervermitteln können. Ja, ich glaube, dass da Vernetzung schon wichtig ist. Extrem, ja. Das sollte man eigentlich in Wahrheit auch wirklich multidisziplinär betreuen. Das wäre optimal. Gerade wenn es jetzt da noch nicht so von Ärzteseite oder von Trainerseite her jetzt so die große Betreuung gibt und die große Aufmerksamkeit vielleicht noch nicht da ist, dann sind in Anführungszeichen Selbsthilfegruppen vielleicht gar nicht so schlecht. Das hilft ja auch sehr, sehr oft, dass man auch sieht, man ist nicht allein mit solchen Problemen. Ja. Man kann sich mal mit jemandem austauschen. Wenn man Sachen ausspricht, dann gibt man denen schon mal einen ganz anderen Raum, wie wenn man da alleine selbst im stillen Kämmerchen drüber brütet und sich Gedanken macht, habe ich das jetzt oder ist es im Anfang, wie weit bin ich da schon drin? Einfach der Erfahrungsaustausch ist in dem Fall, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und da helfen wir natürlich auf jeden Fall sehr, sehr gern weiter. Ja, absolut sinnvoll. Ja, ich würde sagen, dann vielen, vielen Dank für den Austausch zum Thema Rats. Und also, wie komme ich rein, wie komme ich raus, was ist das Ganze? Und besser nicht rein. Ja, und was kann ich stattdessen besser machen? Ja, genau. Und wie gesagt, mal schauen, ob wir dich dazu überreden können, dass du uns dann vielleicht auch mal aus deiner beruflichen Praxis Rede und Antwort stehst zu einem anderen Thema. Sehr gerne. Ja gut, dann sage ich vielen Dank von meiner Seite und bis demnächst. Ja, Seelen danke. Theater. Ja, ich freue mich. Dankeschön. Ciao. Ja, tschüss. Ciao.